Hallo da draußen, ja, und das hier ist schon wieder Regal Video 2. Ich hoffe, euch hat das erste Video einigermaßen gefallen. Ich weiß, es ist bestimmt an manchen Stellen ein bisschen verwackelt und so wird es auch bei diesem sein, weil ich freihändig drehe. Und ja, ich hoffe, dass das für manche die Kochbücher einfach nicht interessiert, weil dazu kann ich ja auch nicht so viel sagen. Dieses Video mehr interessieren möchte, weil ich habe ja hier verschiedene Regale. Und ich weiß noch nicht, manche Regale sind ziemlich voll, die werde ich vielleicht splitten, aber ich zeige euch jetzt einfach mal mein Klassikregal. Genau, fangen wir doch einfach an. Als erstes hätten wir meine russische Weltliteratur. Schubert, der spottgünstig war. Ich glaube 15 Euro oder so. Und dafür gibt es drei russische Klassiker. Und zwar Krieg und Frieden von Leo Tolstoi, Der Idiot von Fjodor Dostojewski und Die toten Seelen von Nikolai Gogol. Man muss sagen, Anaconda bringt öfters gebundene Bücher raus, die natürlich sehr, sehr billig sind, aber die Bindungsqualität und die Papierqualität ist jetzt auch nicht so toll. Aber ich habe noch andere Anaconda-Bücher. Ja, und das musste ich einfach mitnehmen. Ich weiß zwar nicht, wann ich jemals Krieg und Frieden lesen soll. Und die zwei sollen auch nicht sehr leicht sein, aber da kann man ja einfach nicht Nein sagen, wenn Klassik so günstig angeboten wird. Und außerdem bin ich ein riesiger Gilmore Girls-Fan und versuche so viel Literatur wie möglich in meinen Besitz zu bringen, die auch Rory gelesen hat, also die Tochter Gilmore. Und eben, es gehört eben dazu, die toten Seelen, die sie auch gelesen hat. Also wo zumindest erwähnt wurde, dass sie sie gelesen hat in einer Folge. Ich könnte euch jetzt sagen, auch in welcher, aber ich tue das nicht, weil das ist zu freakig. Dann haben wir als nächstes meinen Edgar Allan Poe Schuber. Der hat, glaube ich, auch nur 15 oder 20 Euro gekostet. Hier sind sämtliche Erzählungen drin. Eben aufgeteilt auf vier Bücher. Und ich finde es sehr, sehr interessant, weil ich habe auch noch, das tue ich jetzt einmal hier hochstellen. Dieses Buch hier, Der Untergang des Hauses Usher, beziehungsweise Englisch-Deutsch. Hier sind auch ein paar Geschichten drin. Und eben die eine Seite, ach, Entschuldigung, ist immer auf Englisch. Englisch? Englisch? Sieht man nicht so gut, gell? Und die andere Seite auf Deutsch. Und mir ist dann schon aufgefallen, weil ich mal manche Geschichten nachgelesen habe, dass eben das verschiedene Übersetzer sind und dann auch die Übersetzungen anders sind, und mir ist schon aufgefallen, dass diese hier passender, stimmender ist, weil hier die Übersetzung so ein bisschen moderner anmutet. Genau. Das habe ich. Und dann habe ich meinen geliebten Jane Austen Schuber. Ich habe, weil er ja, ich sage es ja immer wieder, der ist noch eingepackt, aber ich habe bereits alle Bücher gelesen. Jetzt sieht man mich da drin so spiegeln, gell? Das geht ja gar nicht. Ja, und habe alle gelesen und wollte allerdings unbedingt den Schuber haben und habe die anderen Bücher verkauft, damit ich den Schuber bekomme. Und wenn ich die mal wieder lese, dann packe ich den Schuber aus. Ja, dann geht es eine Etage tiefer. Ich lasse mich auch mit meinem Stuhl herunter. Nicht direkt Klassik, aber Biografien von klassischen Autoren, nennen wir es mal so, habe ich einmal Virginia Woolf von Hermione Lee. Hat nur 10 Euro gekostet, oder? Ungefähr, lasst mich nachschauen, nein, 12,95. Tut mir leid, die Kamera kann das nicht so gut zoomen. Und Alice kriegt das Buch nicht mehr rein. Oh. Sehen wir, das ist ein ziemlich dicker Schinken. Genauso wie die Shakespeare-Biografie von Peter Ackroyd. Mal schauen, wann ich das lese. Diese habe ich schon gelesen. Allerdings ist die nicht sehr aufschlussreich, eher langweilig. Dann habe ich noch Sherlock Holmes, The Ghost auf Baker Street. Allerdings ist das bei Val Andrews geschrieben, ist also eine Nacherzählung und war nicht so toll. Hier habe ich dann eben noch eine Geschichtensammlung von eben Arthur Conan Doyle vom Reclam-Verlag. Dann von Jane Austen Northanger Abbey auf Englisch. Von Jane Austen Sanditon, da ist auch eine, da sind, ist der, Unver der ist der Roman Sanditon vollendet worden von Marie Dobbs. Und jetzt kriege ich dann die Bücher immer nicht rein. Ich die rausziehe. Und hier in Lady Susan wird eigentlich die Geschichte von Lady Susan und Sanditon nochmal erzählt.
Dann Jane Austen für Boshafte und Ich bin voller Ungeduld sind so Zitate-Sammlungen von Jane Austen. Jane Fairfax ist eine Nacherzählung, weil Jane Fairfax taucht ja in Emma auf, die Figur. Und hier wird eben ihre Geschichte erzählt. Dieses Buch ist auf Englisch. Dann das Edgar Allan Poe Buch, das ich euch schon gezeigt habe. Dann auf diese Bücher wurde ich schon angefragt, und zwar meine Fischer-Klassik-Sammlung. Ich habe hier einmal Virginia Woolf, und zwar, ja, ihr könnt das nicht lesen, weil es zum einen auf dem Kopf steht und die Kamera nicht so gut zeigt, und zwar Zum Leuchtturm, Ein eigenes Zimmer und die wohl bekannteste Geschichte, Mrs. Delaware. Ich habe noch keins der Bücher gelesen. Mein Sub ist ziemlich groß. Ich hatte allerdings schon von Virginia Woolf London gelesen. Das ist so eine Sammlung von ihren Artikeln. Aber das kommt in einem anderen Video, weil diese Bücher stehen hier stehen die. Okay, dann hätten wir als nächstes von Oscar Wilde, Dorian Gray, noch nicht gelesen. Das sollte ich wohl immer hinzufügen, oder? Ob ich es gelesen habe oder nicht, also wartet. Nicht gelesen. Die drei nicht gelesen. Okay. Oscar Wilde habe ich auch nicht gelesen, genauso wenig wie Anna Karenina von Leo Tolstoi. Charles Dickens, David Copperfield und Charles Dickens, Oliver Twist habe ich auch nicht gelesen, allerdings dafür die Weihnachtsgeschichten. Die Stücke von Bertolt Brecht habe ich auszugsweise gelesen, aber noch nicht ganz. Dann kommen wir jetzt hier runter zu meiner Ausgabe von Thomas Mann Bundesbuchs. Ich habe es ja schon öfters die Kamera gehalten, das ist eine Neuveröffentlichung mit dem Originalcover von der Erstausgabe, in Leinen gebunden. War sehr, sehr günstig. Ein Schatz in meiner Bibliothek. Dann von Schiller die Räuber, also habe ich nicht gelesen. Von Schiller die Räuber habe ich auch nicht gelesen. Das Buch der Lieder von Heine habe ich auch nicht gelesen. Irrungen und Wirrungen von und Ephibrist von Theodor Fontane auch nicht. Schloss Krippholm von Tucholsky habe ich auch nicht gelesen. Allerdings habe ich von Kafka die Verwandlung gelesen. Das Urteil und der Prozess noch nicht. Dann habe ich hier auch solche, das sind ältere Bücher, die habe ich von meiner Mom. Ich weiß gar nicht, wo die erschienen sind, weil das steht da gar nicht so drauf. Und zwar ist das Der Wildtöter von James F. Cooper, habe ich noch nicht gelesen. Jules Verne, 20.000 Meilen unter dem Meer heißt das, glaube ich, und Die Reise um die Erde habe ich gelesen. Von Alexander Dumas, Die drei Muskeltiere habe ich noch nicht gelesen und von Daniel Defoe, Robinson Crusoe habe ich gelesen. Puh! Gott, das ist ziemlich viel Stoff. Dann kommen wir hier runter. Und zwar hätten wir hier von Henry James, Washington Square. Habe ich noch nicht gelesen. Henry James, Daisy Miller, das habe ich gelesen und das war auch meine erste Videorezension. Von Hemingway, Der alte Mann und das Werder, habe ich auch rezensiert und das hat mir nicht so gut gefallen. Dann von Beatrice Potter, Meine Geschichte. Beatrice Potter ist die Autorin von diesen Kinderbildbüchern mit dem Hasen. Also da gibt es eine Verfilmung mit der Schauspielerin von Bridget Jones, die mir sehr gut gefallen hat. Darum wollte ich das Buch haben. Dann Charlotte Bronte, Shirley, habe ich noch nicht gelesen. Jane Eyre von Charlotte Bronte habe ich natürlich gelesen. Ganz, ganz tolles Buch. Ich liebe auch die Verfilmungen dazu. Sturmhöhe, da habe ich die BBC-Verfilmung da. Dann auch von Emily Bronte, genau, Sturmhöhe. Dann von Charlotte Bronte, Der Professor, habe ich noch nicht gelesen, aber ich habe Villette gelesen. Agnes Grey habe ich noch nicht gelesen, allerdings Die Herrin von Wildfield Hall. Die Schwestern Bronte, das ist wieder so eine Art Biografie, das habe ich noch nicht gelesen. Aber ich habe dafür von Elizabeth Gaskell Mr. Harrisons Bekenntnisse. Da sind drei oder vier Kurzgeschichten drin. Das habe ich auch schon gelesen. Ja, das sind jetzt erstmal, das ist jetzt auch wieder ein Regalvideo von mir. Ich habe jetzt dieses kurz nach meinem Kochbuch-Regalvideo gedreht. Ja, und werde diese dann online stellen und dann möchte ich natürlich von euch hören, hat euch das so gefallen? Soll ich euch mehr zu den Büchern sagen? Ich meine, ich habe einen ultra hohen Sub. Hier stehen also viele Bücher drin, die ich noch nicht gelesen habe und darum einfach nicht so viel dazu sagen kann.
Aber wenn euch das so gefällt, dass ich das einfach mal aufzähle und euch sage, ob ich die gelesen habe und wie ich die gefunden habe, dann lasst mich das doch wissen. Wenn nicht, dann werde ich natürlich an den nächsten Videos was ändern. Es wird wahrscheinlich dann als nächstes hier dieses Regal kommen. Also da gibt es jetzt zum einen meinen Posteingang, den ich euch, also, oder ja, was da so liegt, erzählen werde. Und das nächste Video ist dann mehr so Liebesromane, Dramas, Familiengeschichten und sowas. Und vielleicht noch die Gesetzesbücher, wo da unten liegen. Ja, das wäre dann das nächste. Und gebt mir doch einfach Bescheid. Ich freue mich wie immer über Kommentare. Wir sehen uns nicht, weil ihr seht mich ja nicht. Aber wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.